Das sind die ganzen Lichtblicke, die was ich habe. Also am Tag, wenn so eine hübsche Frau kommt, nicht? Es ist nämlich sonst, also hätte ich das gar nicht. Nicht? Ohne Volkshilfe. Ich kann mich überhaupt nicht. Mein Mund ist nicht wahr. Da schaut das anders aus. Ich finde, dass das ganz eine super Errichtung ist. Am Freitag ist es 20 Jahre her. 20 Jahre, dass ich angefangen habe. Die Volkshilfe, mein Lieber. Mein Leben, die Volkshilfe. Hat ja vorher nur in Städten existiert. Ich habe angefangen mit Flüchtlingsbetreuung und bin sofort im Grazfeier der Kritik gestanden. In der Volkssiedlung haben wir ein kleines Büro gehabt. Da ist das Haus Volkssiedlung 15. Und da war eigentlich die erste Zelle, der erste Standpunkt der Volkshilfe. 1987 haben wir da ein kleines Büro eingerichtet mit 12 Quadratmetern, armseligst, bescheidenst natürlich, mit einem alten Schreibtisch von der Behörde und weiß ich, kein Telefon. Das war noch sehr, sehr mühselig. Dann haben wir es aber da allmählich weitergebracht, haben dann die Flüchtlingsbetreuung auch hergebracht, da war die Flüchtlingsberatungsstelle. Und da waren dann sehr viele Ausländer da, die sind da freigestanden, weil sie drinnen keinen Platz gehabt haben. Das hat nicht die Nachbarn mitunter sehr gestört, und weil die haben natürlich auch geraucht und Schick weggeschmissen. Und dann haben natürlich alle einen Mordsmut gekriegt in der Volkssiedlung. An sich waren das immer natürlich Arbeiter, Lenzing-Arbeiter und andere Hatschig-Arbeiter. Die haben natürlich alle rot gewählt. Rot wie die Schwarzbären, wenn sie grün sind. Und wie die Volkshilfe gekommen ist und dann so viele Flüchtlinge rumgestanden sind, haben alle gesagt, weg damit, der und seine Neger, der und seine Tschuschen, weg damit, weg mit dem Abschaum. Die stören, die können da nicht her, die Gefraster. Jeder soll seine Häufer pflegen, die können weg. Da müssen wir Bomben schmeißen, so haben die geredet. Und dann haben auch alle so gewählt, wie sie geredet haben vorher. Freiheitlich, blau wie die Donau, nicht mehr, es war dunkelblau. Auf einmal haben wir in der Volkssiedlung 30% FPÖ. Das schmerzt. Das hat mir sehr weh, aber es war ein Faktum, aufgrund dieser Situation, die wir da entstanden haben. Und dann haben wir weiter da, haben da das alte Projekt, das erste in Oberösterreich außerhalb von Linz gegründet mit AMS-Förderung. Wir haben 13 Kursteilnehmerinnen gehabt, und 3, also 10 Frauen, 3 Männer. Da haben wir einen 4-Monats-Kurs hier in diesen kleinen Räumen abgehalten mit verschiedensten Lehrkräften. Und die sind ausgebildet worden und haben dann die Zeugnisse gekriegt und sind dann ein Jahr lang über AMS-Förderung im Bezirk Vogtlabruck eingesetzt worden als alten Fachbetreuerinnen. Damals natürlich mit einem kleinen Kurs, inzwischen ist alles weit ausentwickelt. Und dann waren auch immer die wöchentlichen Dienstbesprechungen, Diensteinnahmen, das war alles da. Ja. Und das war alles also in diesem Haus, 11 Jahre lang bis ins 98. Jahr. Dann sind wir runtergezogen in die Industriestraße 33. Die Geschichte der Volkshilfe lässt sich weit zurückverfolgen. Eigentlich bis in die 20er, 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts und ist eigentlich ein Beweis dafür, dass Menschen, die sozial eingestellt sind, Menschen, die dafür kämpfen, dass der Sozialstaat ausgebaut wird, nicht nur dabei stehen bleiben wollen, sondern dass sie auch etwas tun wollen. Also Volkshilfe war immer eine praktische Solidaritätsarbeit in Zeiten der großen Wirtschaftskrise, in Zeiten des Faschismus und der politischen Verfolgung. Und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Volkshilfe so richtig begonnen hat zu leben, auch unter der Bezeichnung Volkshilfe. Uns gibt es also seit 1947 österreichweit, und wir waren eigentlich in allen Bereichen, auch Regionen vertreten, auch
In Vöcklabruck hat es viele Aktivitäten gegeben. Kohlenaktion, das waren so die Probleme der damaligen Zeit. Leider auch heute wieder so, dass Menschen Probleme haben, wenn sie das Geld aufbringen müssen für die Heizung. Damals haben wir Kohle geliefert. Es hat Aktionen gegeben für ältere Menschen, die sich sonst keinen Urlaub leisten hätten können, Aktionen für Kinder und so weiter und so fort. Wir haben dann eine richtige Neugründung vor ungefähr 20 Jahren erfahren, wo sich auch die Gesellschaft sehr geändert hat. Dazwischen ist so die Wohlstandsgesellschaft gelegen, das Wirtschaftswunder, wo jeder geglaubt hat, es wird immer besser werden, es wird uns immer besser gehen, wo man behauptet hat, es gibt keine Armut mehr, dass Armut mehr oder minder aufgehört hätte, dass es keine Arbeitslosigkeit mehr gäbe. Also vor ungefähr 20, 25 Jahren war so dieser große Bruch, wo wir wieder gesehen haben, auch dieser Aufschwung hat irgendwo ein Ende. Entweder man sieht die Armut oder man sieht sie nicht. Hat er gebrummt. Die Revolution kommt immer von der Oberschicht. Die Unterschicht hat nicht die Macht dazu und nicht das Selbstvertrauen. Wieder nicht. Gott gibt denen zu essen, die keinen Hunger haben. Meine Eltern, hat er gesagt, haben mir erlaubt, hungrige Schulkameraden zum Mittagessen nach Hause zu bringen. Die herrschende Auffassung war ja, wer arm ist, ist selber dran schuld. Naja, daran glaube ich nicht, habe ich gesagt. Bei uns gibt es auch eine Armut. Man muss nur den Blick schärfen. Ich habe zum Bleistift gesehen, dass vier am Bahnhof schlafen und da haben sie mich angeredet, tu was, du musst was tun, das ist ja, das geht doch nicht. Sie können doch nicht zulassen, dass da zwei Sandler ewig im Park schlafen, das ist eine Gefährdung für die Kinder, was denken sie, die Eltern dabei. Jetzt bin ich hergefahren um 8 Uhr in der Früh, schauen wir das an und hab ich's gesehen, die zwei Leute, der Herr Johann L. und die Frau Theresa K. Hab ich dann vorgestellt und hab gesagt, ja, wie lange sie da sind und welche Lösungen das machen kann. Und ich hab dann gesehen, dass es eine enorme Gefahr im Verzug, am Bahnhof haben wir gewohnt, in der Villa haben wir gewohnt, dass man hier etwas tun muss, um die Obdachlosigkeit, um den Obdachlosen irgendwo Hilfe anzubieten, wie es in Linz und Wien natürlich schon länger ist. Und dann sind wir daran gegangen, einen Arbeitskreis zu bilden und haben dann einen Verein gegründet, der dann eben ermöglicht hat, Obdachlosenstelle, das heißt jetzt Mosaik, einzurichten. Und seitdem gibt es Obdachlosenstelle, Notschlafstelle für Männer, für Frauen. Es gibt inzwischen schon Häuser mit Übergangswohnungen, für ein halbes Jahr für Familien. Und auf die Tour haben wir das Problem jetzt im Vöcklabruck, glaube ich, schon sehr gut gelöst und halt einer Verbesserung zugeführt. Ja, im Prinzip ist es so, dass eigentlich die Volkshilfe Vöcklabruck alle Gesundheits- und Sozialdienste anbietet, die es eigentlich gibt, mit ein paar Ausnahmen, die dazugekommen sind und die eigentlich laufend ausgebaut werden. Das, was bei den bestehenden Diensten am meisten ins Auge springt, ist eigentlich das, dass in den letzten 5, 6, 7 Jahren eigentlich das Tempo vom Ausbau so massiv worden ist, dass sie Teams zum Teil verdoppelt haben. Das heißt, zum Beispiel in der Altenfachbetreuung, das war die erste Dienstleistung, da ist eben das davor in den letzten 6 Jahren das Team verdoppelt. Das kann man sich vorstellen, was das für die Organisation bedeutet und auch für die Anzahl der Menschen, die von uns betreut werden. Das heißt, einfach der massive Ausbau von allen bestehenden Dienstleistungen. Bei der Hauskrankenpflege ist dasselbe. Es ist nicht selbstverständlich, dass es in jedem Bezirk eine mobile Hauskrankenpflege gibt oder dass es von der Volkshilfe gibt. Wir haben eben das Glück, dass die Altenfachbetreuung und die Hauskrankenpflege angeboten werden kann. Da gilt dasselbe, also massiver Ausbau des Teams und auch da fast der Verdoppelung der Mitarbeiterinnenanzahl. Und das Wichtige an dem ist einfach, wenn man für Menschen was tun will oder wenn man Menschen daheim betreuen will, pflegen und betreuen will oder wenn man helfen will, dass sie länger daheim bleiben können oder zu Hause alt werden,
dann ist es einfach wichtig, dass man verschiedene Dienste anbieten kann. Das Beste ist natürlich, wenn eine Organisation selber verschiedene Dienstleistungen hat, weil dann einfach die Kommunikation viel einfacher ist. Weil wenn eine Altenfachbetreuerin von der Volkshilfe wohin fährt und eine Hauskrankenschwester, dann können sie dem Team absprechen und dann kann man mit dem natürlich ganz anders umgehen. Und wenn dann, so wie es war 2003, auch noch die Heimhilfe dazukommt, dann sind das schon drei Dienstleistungen und bei uns ist es eben so der Fall, dass wir auch die mobile Therapie noch anbieten können oder das Haushaltsservice und da kommt schon einiges zusammen. Und wenn man es, das sind zwar wenige Fälle, aber es gibt auch den Fall, wo dann sogar noch der Okay-Shop ins Spiel kommt, wenn eine Betreuerin sagt, der Bauch hat mir jetzt aber ein Waschbecken oder irgendwas, dann kann man sowas organisieren, dann kann man das im Okay-Shop günstig erwerben oder man kann es auch hilfen lassen oder man kann eine Übersiedlungshilfe von der Wohnung ins betreubare Wohnen zum Beispiel. Also man kann einfach einiges machen und das ist einfach der Vorteil, wenn man eine Palette an Diensten anbieten kann.